Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles auf den Savage Wilds. Ja, wir sind am Ausgangspunkt der letzten Folge und ich dachte mir, teleportierst du dich zurück zur Basis? Aber ich dachte mir, wir brauchen ja noch mindestens eine Seite für die Magie. Ne? Eine fehlgeschlagene Seite eines Magiers. Denkt mich halt immer noch auf, dass das eine Erzpriesterin war. Verdammt. Die hätten wir halt gut gebrauchen können. Ist halt keine namhafte gewesen, aber war zumindest trotzdem T3. Ne? Hätte ich halt mega gerne mitgenommen. So, dann gehen wir mal auf dem direkten Weg wieder nach Hause. Ne? Oder zumindest grob in die Richtung. Wie gesagt, wir werden nochmal bei dem anderen Lager vorbeigucken. Wir haben ja das Planquadrat verlassen. Also theoretisch gesehen müsste hier jetzt nochmal respawn sein. Mit ein bisschen Glück können wir uns da dann entsprechend nochmal einen Priester snacken und vielleicht hat der ja sogar noch eine Magierseite dabei. Wäre so ein bisschen eine Hoffnung. Damit wir, wie gesagt, zumindest schon mal einmal Magie betreiben können und dann nach und nach die Sachen freischalten können und vor allen Dingen auch den Opferstein. Ne? Der war halt schon mal wichtig. Opferstein hätte ich ganz gerne schon mal. Ja, dann können wir immer mal hier so 0815 Leute schnell mal shanghaien und die so ein bisschen ihrem Lebenssaft erleichtern. Dann auf die Art und Weise nach und nach auch dann nochmal Rezepte freischalten. So, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier sogar Glück und hier ist nochmal was Namhaftes dabei. Ist ja nie ausgeschlossen. Und Kämpfer 1. Okay. Ja gut, die Burschen kommen schon her. Lady. Nichts Besonderes drinne, auch nichts Besonderes drinne. Nee. Alles vollkommen irrelevant. So, gucken wir mal hier oben. Ja, zumindest ist die Dame da. Oh. Schon wieder Mai die Klinge. Wow. Ernsthaft? So Leute, jetzt sind wir mal in Luft. Ich war wieder dran. Im Gelände. Erstaunlich aber, ne? Zweimal Mai die Klingel jetzt schon gefunden. Erstaunlich ein bisschen. Ja. Denke, haben wir genügend. Also warum geizig sein? So, hoffen wir mal, dass der Bursche hier nochmal eine fehlgeleitete Zauberseite für uns hat. Würde ich gerade sehr fühlen, damit wir wenigstens einmal Magie machen können. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Also für Damen und für Herren. Eins. Wir kommen ja hier nicht das letzte Mal vorbei. Ne? Aber es ist immer gut zu wissen, dass es hier schon mal eine zuverlässige Quelle ist, um sich eine neue Mai zu holen, sollte unsere mal hops gehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Gucken wir uns hier oben auch nochmal um. Ich habe hier oben zwar noch nie irgendwas Besonderes gesehen, ob nur namhaft oder nicht, aber lass mich da gerne mal eines Besseren belehren.
drin das werden, Junge. Was sollte das gerade werden? Mit den anderen Sachen. Wobei, warte mal, die Heiltränke zumindest. Heiltränke können wir tatsächlich immer gebrauchen. Wenn wir sie nicht für uns selber nehmen, sondern für die Begleiter. Ne? Weil der Conan-Verschnitt hier. Auch nur Crap drin. I will destroy you. Ja, ein bisschen Heilkram. Okay. Glaube ich ja wohl. Wie frech. Wie frech einfach. Können wir noch mitnehmen. Was haben wir hier? Wieder schwarze Königreiche. Ist leider Gottes immer nur größtenteils Crap drin. Ne? Muss man halt leider so sagen, wie es ist. Leider Gottes immer nur größtenteils Crap drin. Ich könnte mir gut vorstellen, dass den lemurischen Champion, den wir hier erbeutet hatten in einer der letzten Folgen, dass der wirklich arsch selten ist, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt hier gefühlt schon mehrere hunderte Male lang gekommen, aber ich habe ihn hier noch nie gesehen. Scheinbar wirklich riesen Glück gehabt zu haben. Wollen wir schon wieder so ein Ding mitnehmen? Wenn es hier rumsteht, nehmen wir es mal eben schnell mit. Können wir langsam stapeln, die Dinger. Ne? Schon fast Massenproduktion. Dienstbandproduktion, ne? Hätte man theoretisch ein bisschen verbinden können mit dem der Keto-Tempel. Ne? Sind ja alles hier der Keto-Figuren, die wir hier gerade rumschleppen. Wenn man jetzt sagt, bitte man macht die Schatzkammer gleichzeitig mit in den Keto-Tempel mit rein, dann hätte es optisch sogar gepasst. Ja. Haben wir unser Workout für heute aber auf jeden Fall erledigt. Ich möchte nicht wissen, wie schwer das Ding ist, was wir hier rumschleppen. Wird ordentlich was wiegen. Wäre halt cool, wenn man die Dinger auch irgendwo eintauschen könnte, ne? Dass man halt sagt, man tauscht die lieber in Goldmünzen ein, statt die ganzen Riesendinger tausendmal in seine Basis zu stellen. Das wäre mir irgendwie lieber. Und umgekehrt müsste es halt auch gehen, ne? Dass man halt sagt, keine Ahnung, man macht ein Tausender-Stack Silbermünzen oder Goldmünzen und kann die dann bei einem Händler irgendwie in einen dekorativen Haufen Münzen eintauschen. Damit halt nicht so viel gleiches Zeug irgendwo rumsteht, so wie jetzt hier bei uns. Ja, lass mal das Ding erstmal in Sicherheit bringen hier. Nicht, dass unsere gierigen Einwohner hier die Finger noch ausstrecken. Steht tot drauf auf der Figur hier. Ja, schleppen wir das Ding mal schnell in Sicherheit. Wie gesagt, dann nehmen wir unser Damenduo nochmal mit. Gucken nochmal zur Sandechsenkönigin und zur Spinne. Und je nachdem, ob sich dann noch die Zeit ergibt, können wir dann zur Not nochmal zum Krokodil gucken. I can't wait to upgrade this. Ei von den Dingern schon hier, ey. Langsam ein bisschen viel. So, wir könnten theoretisch mal eine Sache machen. Bewegen und bewachen. Ja.
Nun soll uns ja sowieso folgen. Dann stellen wir die beiden jungen Damen dann demnächst mal nebeneinander her, ne? Ihn können wir theoretisch auch ein bisschen weiter nach hinten stellen. Ja, kann ein bisschen dichter an der Wand stehen. Muss uns hier nicht so im Gesicht rumfliegen, der Typ. So, in welche Richtung ist man überhaupt? Genau in die andere Richtung, ne? Da macht es, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Sinn, wenn wir von oben Richtung Boss laufen. Einzige Nachteil ist jetzt natürlich, wir haben gerade keine Lebensmittel mehr für unsere Begleiter. Ne? Das muss man im Hinterkopf behalten. Sollten die also Schaden kriegen, dann müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir die manuell wieder hochheilen. Jetzt haben wir ein Problem. So, weiter in die Richtung. Die hier schnell zu klein halt. Meine, das einzige Gute ist halt, wir haben im Moment nur einen Begleiter, der die Aggro auf sich zieht. Ne? Den anderen haben wir ja auf defensiv gesetzt. Also sprich, der spottet oder spottet nichts so rum. Die spotten und spottet. Ja. Schnitzeln wir uns mal das Unterholz hier. Ob wir noch richtig sind. Ja. Mal schnell die Bosse hier noch. Theoretisch gesehen müsste es ja jetzt sogar einfacher fallen. Ne? Wo wir die das erste Mal gemacht hatten, hatte unser Begleiter ja noch relativ viel Schaden gekriegt. Jetzt haben sie bessere Rüstung und auch mehr Lebenspunkte. Also eigentlich sollte sich die Sache hier so ein bisschen verbessert haben. Gleich zum letzten Angriff, wo wir das gemacht haben. So, du widerliches, hässliches Vieh. Dann komm mal her. Ja, die kriegt auch Schaden. Macht zwar auch einige Schaden, weil sie halt wieder Gift ohne Ende verteilt, aber hey, die haben wir trotzdem schon. Ja. Weg mit dir, du widerliches Vieh. Oh, können wir eigentlich alles erbeuten. Alles, was da drin ist, können wir irgendwie hier brauchen. Wildfleisch, Dietrich. Ah, diesmal haben wir kein Glück, wie es aussieht. Letztes Mal haben wir noch ein Jungtier erwischt, aber diesmal haben wir leider kein Glück. Ich werde die, glaube ich, mal eine Zeit lang mal abfarmen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht bei Gelegenheit mal ein Jungtier rauskriegen und daraus vielleicht auch eine Königin züchten können. Das wäre halt echt nice. Apropos Königin, hatten wir hier nicht sogar noch einen Baukönig? War so, jetzt hatten wir hier sogar noch einen Baukönig gehabt nebenbei. Also sprich das männliche Pendant dazu. Wieder eine Spinne. Zwei Streiten freut sich der dritte. Hackstücke mal, weil das gibt eigentlich immer gut Fleisch raus. Na gut, in dem Fall nicht unbedingt. So, dann gehen wir mal zur Spinne noch. Dann haben wir wieder ein bisschen EP für unsere Damen gesammelt. Ja, zumindest hier bei unserer Hauptbasis, so langsam aber sicher tritt so ein bisschen der Trott ein. Ne? So sagen die Routine. Mal größtenteils die gleichen Sachen, die wir jetzt hier nach und nach machen. Dann wird es, glaube ich, Zeit, wenn wir dann nach und nach jetzt in das nächste Biom wieder reisen, wo wir schon mal gescoutet haben und fangen dann da an, die nächste Basis zu bauen. Bevor wir da ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Ich bin kriegt aber auch Damage.
macht mittlerweile ganz gut. Ich meine, wir sind zu dritt, ne? Ich weiß auch nicht. Mittlerweile. Alter, was hatten die alles gefressen, die Spinne? Oh, großmeisterliches Rüstungsset. Bremsende Verbände. Oh, ein Machtfragment. Oh, Goldader, Steinnasenkadaver. Okay. Den nehmen wir mal ruhig mit. Berglöwe, Hyäne, Salamander, Bären. Okay. Fragt man sich, wo die Viecher alle gefressen hat, ne? Die gibt's hier teilweise gar nicht. Muss man sich ein bisschen fragen, wo die das Zeug alles her hat, was die da gefressen hat. Achso, wartet mal. Dietrich, ne? Dietrich, glaub ich mal. Chitin können wir ja auch mitnehmen. Chitin kann man ja auch zu Knochenmehl verarbeiten. Beinahe vergessen. Oh, ich bin am Überlegen, ob wir hier schon mal sagen. Wir haben hier noch irgendwo eine Sichel rumgeistern. Mal gucken, ob ich sie irgendwo finde. Sichel, 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 Sichel. Na, Sichel? Wo ist sie denn? Boah, ich hoffe nicht, ich habe die aus Versehen irgendwie zerlegt. Das wäre dann ein bisschen uncool. Ah, nee, hier ist er. Boah, Gott sei Dank. Für einen kleinen Moment hier dachte ich, ich habe das Ding zerlegt. Oh, dann holen wir uns nämlich hier schon mal ein bisschen Hopfen und so ein Kram, ne? Wenn wir hier einmal gerade sind. Und auch ein paar Pflanzenfasern auf dem Rückweg hier. Ja, können wir nämlich gleich wieder den Komposter anschmeißen. Ja, wie gesagt, Hopfen und Gärmittel haben wir bei uns halt nicht so unbedingt in der Nähe. Da macht das Sinn, dass wir uns hier schon mal ein bisschen was mitnehmen. Wie die Braukunst. Ja. Wir uns gleich mal ein bisschen ein für die Zukunft. Als wir dann anfangen, unser erstes Bier zu brauen, dann können wir das nämlich gleich verwerten hier. So, hier unten ist noch ein bisschen. Ja, mal abgesehen von der dicken Spinne, die hier rumläuft, ist das ein ziemlich effektiver Spot hier für Hopfen und auch für Gärmittel. Ne? Findet man halt beides gleich. Ja, ziemlich cool. So, nehmen wir hier schnell das Gärmittel hier auch noch mit. Hier was vom Unterholz hier. Die ganzen Phasen haben wir jetzt 900 und. Wow. Werkzeug scheint effektiver zu sein, als ich dachte. Dann nehmen wir den Hopfen hier lieber noch mit. Da kriegen wir sowieso auch noch ein bisschen Pflanzenfarben daraus. Oh, das Gärmittel hier. So, dann hat sich die Sache. Das ist ein effektiver Spot für Zeug, für Gärmittel. Ich glaube, da haben wir schon fast ein bisschen zu viel Hopfen und so ein Zeug hier. Oh, okay, war das letzte. War das letzte bisschen. So, dann gleich mal gucken, wo unsere Axt geblieben ist, dass wir die auch wieder auswerten oder ausrüsten, so rum. So. Einmal frei. So, ich würde mal sagen, den Rückweg, den erspare ich euch mal. Wir gehen mal schon mal in die Folgenpause. Ich werde mal gucken, dass ich das alles ein bisschen einlagere. Ich werde mal gucken, wo der kürzeste Weg auch ein bisschen in die Reichweite von Eis wäre, damit wir in Zukunft oder unmittelbar demnächst dann mal den Kühlschrank in Angriff nehmen können. Ne? Meine, bauen könnte man schon, aber uns fehlt halt aktuell noch ein bisschen Eis, um das Ding betreiben zu können. Denn wie gesagt, wir haben immer mal schnell wieder größere Mengen an Fleisch, aber so schnell kriege ich die gar nicht verarbeitet, ne? Und geschweige denn verbraucht. Aber mit einem Kühlschrank wäre das Problem dann erstmal gelöst.
können wir das erstmal ein bisschen auf Lager liegen lassen und können dann gerade die selteneren Fleischsorten immer dann nutzen, wenn wir sie halt wirklich erst brauchen. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.